Reptilien, Amphibien und Spinnen lebend und ganz hautnah zu sehen. Reptilien in allen Größen und Formen. Von Tarnkünstlern bis hin zu giftigen Monstern. Im Vivarium in Offenburg kann man sie fast hautnah erleben. Das Vivarium gilt als die größte mobile Reptilienausstellung der Welt. Und bis zum 25. Mai ist sie zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. In artgerechten Terrarien und in Gehegen werden dem Publikum über 400 Reptilien sowie Amphibien und Spinnentiere präsentiert. Besucher erhalten dabei interessante Einblicke in das Leben und das Verhalten dieser Exoten. Ein keckes Winken dient hier nicht etwa der Begrüßung, sondern ist Teil des Balzverhaltens und der Revierverteidigung dieser Echsenart. Im Vivarium begegnet man unter anderem zahlreichen giftigen wie ungiftigen Schlangenarten und kann aus nächster Nähe ihre anatomischen Besonderheiten studieren. Der Kiefer ist zum Beispiel nicht fest mit einem Gelenk verbunden, sondern nur über Muskeln und Sehnen. Dadurch kann die Schlange ihren Kiefer mühelos aushängen, um Beute zu verschlingen. Schlangen riechen übrigens mit ihrer Zunge. An den Zungenspitzen bleiben Duftmoleküle hängen, die mit dem Jacobsonschen Sinnesorgan im Maul analysiert werden. Die Besucher erleben im Vivarium aber auch, wie wichtig der Artenschutz ist. Einer neuen WWF-Studie zufolge sind in Deutschland Reptilien und Amphibien besonders vom Aussterben bedroht. Das Vivarium in Offenburg ist noch bis zum 25. Mai geöffnet. Das war Nano für heute. Danke für Ihr Interesse und bis morgen.